Hallo alle, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist in Kooperation mit Rewe entstanden und ich zeige euch heute super leckere Vanillekipferl. Vor ein paar Tagen habe ich euch nämlich in der Insta-Story gefragt, wie es bei euch mit der Weihnachtsbäckerei aussieht und ob ihr eventuell, so wie ich, noch Keksnachschub braucht, weil meine Keksdose, das ist eine von vielen Keksdosen, mit die letzte, die ist mittlerweile halt auch schon leer. Das heißt, ich brauche Nachschub, ihr anscheinend auch, weil ich euch ja die Wahl gelassen habe zwischen Vanillekipferl oder der Vanillekipferl-Torte. Die Torte verlinke ich euch unten in der Infobox, falls ihr dafür gestimmt habt. Könnt ihr natürlich trotzdem machen. Mir wäre es heute aber die Plätzchen für meine Keksdose hier. Los geht's. Ich habe mir alles soweit abgewogen. Das genaue Rezept zu den Kipferlen ist aber natürlich auch unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt geht's los. Super einfach. Ich starte mit dem Teig, mit dem ganz normalen Mürbeteig. Dafür habe ich hier in meiner Schüssel, ich habe Mehl, ich habe hier jetzt weiche Butter, die dazu kommt, genauso wie Klimper, kommt gleich dazu, genauso wie gemahlene Mandeln, die sind geschält, also richtig schön hell, damit es optisch eben auch richtig aussieht. Dann kommt da noch ein bisschen Puderzucker zu, der macht, dass die Kipferl eben so richtig zart sind, so richtig mürbe und eben auf der Zunge zergehen. So. Dann kommt noch dazu, Moment, erstmal der Puderzucker hier. Dann kommt noch ein Eigelb dazu. Wenn ihr das so wie ich macht, dann bewahrt ihr euch, das empfehle ich euch auch, bewahrt ihr das Eiweiß auf und benutzt das fürs nächste Plätzchenrezept, zum Beispiel Makronen. Auch da verlinke ich euch aus der Rewe Rezeptwelt mal ein Makronenrezept in der Infobox, falls ihr euer Eiweiß eben noch aufbrauchen möchtet. Wir brauchen nämlich nur das Eigelb. Jawollo. Und was dann auch noch dazu kommt, natürlich somit das Wichtigste, ist natürlich die Vanille. Ich benutze eine Vanilleschote zur Feier des Tages. Habe ich mich erstens in Schale geschmissen und benutze eben eine richtige Vanilleschote. Deswegen müssen wir das richtig wertschätzen und zelebrieren. Und was gibt es für einen besseren Zeitpunkt, so richtig zu feiern als an Weihnachten. Deswegen benutze ich hier eine Vanilleschote. So, die wird einmal halbiert und ausgekratzt. Kommt dann auch dazu. Und dann vermenge ich das Ganze zu einem Teig und gebe das erstmal in den Kühlschrank, damit alles durchkühlen kann, die Aromen so richtig schön zusammenkommen und wir gleich besser formen können. Wir machen das nämlich mit der Hand. So. Gut. Jetzt wird noch einmal mit ein bisschen Mühe per Hand so richtig schön zusammengeknetet, damit wir uns die Kipferl auch wirklich verdient haben. Und dann kommt das Ganze, wie gesagt, einmal in den Kühlschrank, bis das durchgekühlt ist. In der Zwischenzeit stellen wir uns dann auch schon mal den Puderzucker her, den Vanillezucker, der dann nachher oben drüber kommt. Denkt bitte dran, dass ihr die Vanilleschote so ausgekratzt nicht wegschmeißen müsst. Ihr könnt die einfach in ein Glas Zucker zum Beispiel packen, dann noch eine Schleife drum machen, so ein Marmeladenglas zum Beispiel mit Zucker, Schleife drum und dann als Weihnachtsgeschenk weitergeben. So. Gut. Der Teig ist zusammengekommen, so richtig schön weich. Etwas zu weich, um damit weiterzuarbeiten. Deswegen, wie gesagt, einmal in die Schüssel, dann ab in den Kühlschrank. Und in einer Stunde auf zwei machen wir dann zusammen weiter, wenn das hier richtig schön durchgekühlt ist. Jetzt mache ich mir noch eben meinen Vanillepuderzucker an. Und dazu habe ich die Vanilleschote von eben einfach nur, die gebe ich mir hier in ein Marmeladenglas und gebe jetzt den Puderzucker da drauf. Mache dann einen auf so Barkeeper, schüttel mein Glas einmal feste. Und habe dann im Endeffekt auch Vanillezucker. Wenn das mit der Vanille, wie gesagt, aktuell keine Option für euch ist, habe ich eine andere Idee für euch. Und zwar habe ich hier einfach nur ein bisschen Plätzchengewürz. Das findet ihr mittlerweile in jedem Rewe-Markt. Schnappt euch das einfach oder ein bisschen Tonkabohne reiben. Die einfach frisch in euren Puderzucker. Und schon habt ihr trotzdem einen super leckeren Puderzucker, der noch das gewisse Extra hat, auch wenn es nicht unbedingt die Vanille ist. Keeper Lisa. Wunderbar.
Okay, die sind bereit, die benutze ich gleich, wenn mein Teig aus dem Kühlschrank kommt, wir geformt haben. Wir haben noch viel zu tun. Die sind bereit. Mein Teig ist komplett durchgekühlt, der ist jetzt auch super fest, wie man glaube ich sehen kann. Ich teile mir den jetzt in zwei Teile, den einen packe ich so lange wieder in den Kühlschrank, bis wir den wirklich benötigen, damit er auch schön kalt bleibt und wir den besser formen können. Davor forme ich mir den aber einmal so ganz grob in so einer Schlange, damit man den gleich direkt besser portionieren kann. So, du nochmal ab in den Kühlschrank, mit dem machen wir weiter. Auch den Teig hier forme ich mir jetzt ganz grob zu einer Schlange. Und dann wird eben portioniert, es werden so kleine Kügelchen jetzt abgestochen. Und die rolle ich mir meistens zuerst zwischen den Handflächen und dann nachher für ein bisschen Detail nochmal auf meine Arbeitsplatte hier, bis da eben ja, so was Kipfeliges rauskommt, was in der Mitte deutlich bauchiger ist und die Enden eben ein bisschen schlanker werden. Dann werden die nach vorne oder nach hinten eben gebogen und so wandert das Ganze dann eben auf das Backblech, alle schön nebeneinander, schön in Reihe und Glied. Während ich die jetzt vorbereite, heize ich mir aber auch schon mal den Ofen vor, damit, wenn ich hier gleich fertig bin und meinen Teig aufgebraucht habe, die direkt in den Ofen wandern können. Und fertig ist das erste Blech. Die wandern jetzt, wie gesagt, so in den vorgeheizten Ofen, bis die gerade so Farbe bekommen. Wir wollen ja, dass sie richtig schön blond bleiben, richtig schön hell bleiben. Und wenn die aus dem Ofen kommen, dann werden die bestreut und dann sind wir dem Naschen schon ein Stück näher. In der Zwischenzeit, wo die im Ofen sind, kümmere ich mich um den restlichen Teig. Das zweite Blech ist im Ofen, das heißt, die sind noch knackeheiß und werden jetzt direkt mit dem Puderzucker bestäubt, damit es richtige Vanillekipferl werden. Ich entlasse mich an dieser Stelle jetzt aus dem Video, weil bis ich die wirklich naschen kann, müssen die erstmal noch komplett abkühlen. Moment, bevor es nachher einen Puderzuckerunfall gibt. Machen wir das Ganze so. Ja, ich entlasse mich aus dem Video. Ich nasche die, wenn die abgekühlt sind und zeige euch jetzt gleich noch ein paar schöne Aufnahmen, besonders wenn es mit dem Puderzucker gleich nochmal schneit. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Viel Spaß beim Nachbacken und nicht vergessen, in die Infobox zu gucken, weil da ist das Rezept verlinkt. Macht's gut!